Neanderthaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Liebe ist Streiten und Versöhnen mit Herz. Herzlich willkommen beim Neanderthaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Und ja, es ist schon die, ja, über 60 Folgen. Ich werde nicht müde, das auch zu sagen. Ich möchte einfach nochmals Danke dir sagen, dass du da weiter dran bleibst und auch diese Folgen weiter hörst und einfach auch andere Männer dazu einlädst, diese Folgen vom Neanderthaler Talk, dein Podcast vom Mann zu Mann, ein Männlichkeit-Podcast, weiter zu empfehlen, zu hören, etc. Aber zurück zum Titel. Liebe ist Streiten und Versöhnen mit Herz. Schon in der Folge Persönlichkeit gleich Ecken und Kanten habe ich schon darauf hingewiesen, dass es darum geht, Persönlichkeit zu entwickeln durch Vision, Werte, für die man bedingungslos einsteht. Und auch in den Streit geht, besonders gegenüber den Frauen oder auch den Geschäftspartner, aber jetzt mal in der ersten Linie mal die Frauen angesprochen. Wenn du eine Vision hast und wenn du Werte hast, für die du einstehst, für die du einfach das Herzblut hast oder auch einfach sagst, an diesen Werten geht nichts vorbei. Wenn Respekt, Anstand, Loyalität, Familie oder was für Werte für dich sonst wichtig sind, tangiert sind durch eine Frau oder durch deine Partnerin, da musst du in den Streit gehen, da musst du hinstehen und sagen, stopp. So geht das nicht. Und zwar nicht irgendwie aus dem Ego heraus, nach dem Motto, ich bin jetzt einfach gekränkt. Nein, sondern aus dem Herzen heraus, weil es einfach deine Seele ist, für die es da ist, für die es steht, diese Werte zu pflegen und zu hegen und auch dazu auch gerade zu stehen. Was sind denn Vision und Werte wert, wenn man nicht hinzusteht und auch Mut hat, diese zu verteidigen? Gegenüber Frauen zu verteidigen, insbesondere der eigenen Freundin und Frau. Denn sie werden immer wieder mal das machen, deine Werte oder deine Vision anzugreifen, weil sie vielleicht etwas andere Meinung sind, aber umso mehr, dass du hinstehst und sagst, stopp, das möchte ich nicht. Oder diese Punkte sind nicht erfüllt in meinem Wertesystem, dann wirst du was feststellen. Sie werden mit dir streiten. Es wird ein emotionaler Streit auch geben, bei dem du standhalten kannst und standhalten sollst, aber auch ganz klare Grenzen setzt und sagst, stopp, so diskutiere ich nicht weiter. Und wenn das weiter so geht, ich bleibe stehen oder du kannst mich in meinem Büro, am Esstisch oder im Balkon oder ich komme 10 Minuten später dann wieder, wenn du dich abreagiert hast, komme ich zurück und dann können wir nochmals darüber sprechen. Aber wenn man angegriffen wird und zu emotional angegriffen wird, dass du dann effektiv auch Stopp sagst und auch in gewisser Art und Weise emotional in die Streits hineingehst und deine Werte und Visionen verteidigst. Ja, genau um das geht es nämlich. Das wird vielleicht das ein oder andere komisch sein, weil vieles Orten hört man oftmals so, nein, du sollst nicht streiten, schau, dass die Kirche im Dorf bleibt, etc. und weiter. Nein, um das geht es leider nicht. Es geht darum, dass du ganz klar Position beziehst und sagst, was du willst und was du nicht willst. Aber auch emotional unter Umständen auch mal hinzusteuerst und auch der Frau sagst oder der Emotionalität gegenüber deiner Frau, wo dich dann angreift, zickig ist, dass du hinstehst und mit einer Klarheit und Bestimmtheit sagst, dass du das nicht akzeptierst, wie sie sich jetzt gerade verhält. Das mag dem einen oder anderen jetzt vielleicht etwas die Nackenhaare aufstellen.
Das ist auch gut so. Denn wir sind so erzogen worden in unserer Gesellschaft, dass wir schauen, dass wir einen Konsens finden, dass wir alles ja möglichst weich gespült haben etc. Aber um das geht es eben nicht. Wenn du deine Visionen und Werte zugunsten der Frau oder ja, wir haben gesagt immer noch Frau gegenüber der Frau Zugeständnisse machst und einfach sagst, ja, du hast recht oder ich übertreibe, vielleicht ist das vielleicht mein Ego oder ja, die Frauen sind da wirklich Profis drin, weil die haben, ich merke das schon bei meiner 8-jährigen Tochter, wie sie sich mit den Beziehungen auseinandersetzt, die haben einen wesentlichen Vorsprung, also die haben fast 10 bis 15, 20 Jahre Vorsprung in Sachen Beziehung, Wesen untereinander, und sind da Vollprofis und können da wirklich auch reinhauen. Und wir Männer sind da zwischendurch auch immer wieder einmal überfordert mit dieser Art von Professionalität, die da entgegenschwingt. Aber wenn du immer wieder sagst, na ja, damit die Kirche im Dorf bleibt, damit die Frau oder Freundin nicht zu wütend auf einem ist, dass es sonst irgendwas ist, weil es vielleicht keinen Sex mehr gibt oder so. Nein. Das ist genau der Punkt, wo es dann geht, auszuhalten. Versöhnung anbieten, ja. Aber wenn sie nicht will oder auch die, wenn die dein Mindestlevel an, ich sage jetzt mal Reue oder an Verzeihungswillen von deiner Partnerin nicht entgegenkommt, dann musst du auch nicht in die Verzeihung an sich gehen. Und dazu meine ich nicht die Verzeihung, dass du dich dann schlecht fühlen musst, etc., sondern das ist auch, was ich dann auch immer wieder sage, da musst du in die Selbstverzeihung gehen. Da musst du einfach in Gedanken zu ihrem Herz sprechen und sagen, hör zu, Schatz, ich hab dich lieb, ich respektiere dich, ich ehre dich, alles drum und dran, das musst du ihr nicht eins zu eins sagen, kann man, muss man nicht, aber wenn du ins Bett gehst, dass du schaust, du selbst bist mit dir im Reinen. Du hast für deine Werte gekämpft, du hast für deine Vision gekämpft, du bist dazu voll in den Streit gegangen und du bist bereit, aus dem Herzen heraus auch die Versöhnung einzuleiten. Es kann auch durchaus sein, dass da vielleicht eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen das Geschirr nicht ganz am richtigen Ort steht untereinander, also dass ihr ja wirklich auch emotional seid in dieser Phase. Und da gilt es auch wirklich, das auszuhalten, für deine Werte und Visionen klar und deutlich weiterhin standhaft zu bleiben und nicht einzuknicken. Und ich warne dich ganz klar, knicke nicht ein, wenn du 100% sicher bist, für deine Werte zugunsten, dem Frieden zu lieben oder was auch immer einzuknicken. Mach das nicht. Denn wenn du es tust, ist das der Punkt, bei dem deine Partnerin anfängt zu testen, noch mehr zu testen, sind deine Visionen und Werte wirklich so hart, wie du es tust, so wie es gesagt hast. Sie wird dich testen, schauen, ist das wirklich das, was du möchtest? Ist das wirklich das, was du stehst? Und wenn du genug lange das ausgehalten hast, für diese Werte, für diese Vision gekämpft hast und mit Herz immer wieder dabei warst und sie auch trotz allem noch respektierst und ehrst und mit ihr auch so in den Kampf gehst, manchmal, dann wirst du feststellen, dass sie nämlich beginnt zu merken, doch, der meint das ernst. Und ich kann ihm vertrauen, wenn er was sagt und er möchte in seiner Vision weitergehen. Er möchte für seine Werte stehen und ich kann mit ihm eine Familie gründen, denn die Familie ist etwas, wo er einsteht, wo er verteidigt mit Leib und Seele, mit seinen Visionen und Werten. Und sobald du diesen Kern in dir trägst und eure Beziehung miteinander gehen können, du ihre Werte und ihre Vision anerkennst, so wie sie sind, du musst nicht einverstanden sein, aber sie einfach sagen, ja, so sind sie. Dann
ist die Beziehung komplett am Wachsen. Dann ist Vertrauen da, dann braucht es auch kein Eifersuchtsszenario. Vielleicht mag es das eine oder andere Mal geben, aber weil man schon eine solide Basis hat, ist es einfach da. Man hat Vertrauen und sie weiß, der Kern ist stabil. Der Fels steht, egal was passiert. Jetzt mache ich einen Switch zum Business. Auch dort kämpfe für deine Vision und für deine Werte. Akzeptiere nicht, dass mit deinen Werten und Visionen unachtsam umgegangen wird, lächerlich gemacht wird, etc. Da kann man ruhig hinstehen und sie anschauen, ob Frau oder Mann, und sagen, das, was sie, wenn es der Chef ist oder ein Kunde ist, tun, das entspricht nicht meinen Werten. Ich gehe jetzt mal aus der Kundensicht heraus. Wenn ich mit einem zukünftigen Partner oder Geschäftspartner unterwegs bin, dann will ich einen Mann oder eine Frau vor mir haben, die wie einen Ehrenkodex hat, also die eine Vision hat für ihr Geschäft, die Werte vertritt für ihr Geschäft, für ihr Wesen, das sie ins Geschäft trägt. Und wenn ich dem 100% sicher gehen kann, dann ist das wie ein Handschlag, ein Herzenhandschlag. Der ist wertvoller als ein Vertrag. Natürlich, Verträge sind für die richterliche Dinge, Gerichtbarkeiten etc. auch entsprechend wichtig, dass man da auch klar Definitionen setzt. Aber das sind die Dinge, die dann man aushandeln kann. Aber wenn man mit einer Person, mit einer Persönlichkeit zu tun hat, bei dem man zwischendurch auch mal eine Reibung hat, aber man weiß, die steht dafür gerade, die kämpft für das Geschäft, die geht in den Deal hinein und die Abmachungen, die gemacht werden, die gelten auch. Mit solchen Menschen will man zu tun haben. Und wie erkennt dann das Gegenüber von dir, dass du deine Wert und Vision vertrittst? Indem du hingehst und sagst, das sind meine Werte. Sobald die Kennenlernphase da ist, dass man ganz klar hinsteht, auch in der Homepage sagt, hey, das ist meine Vision für das Geschäft. Das sind die Werte, die wir vertreten für unser Geschäft. Das ist der Slogan, wo unser Herz, unser Inneres repräsentiert. Und nicht nur eine leere Produktionshülle ist, bei der man einfach Produkte hat und dann hat man dann so coole Slogans etc., wo sonst irgendwie sind. Nein, sondern unter Geschäften, unter Geschäftsmännern, unter Geschäftsfrauen, unter Geschäftspartnern, dass man wirklich einfach da ehrenhafte Männer und Frauen vor sich hat, die klar und deutlich miteinander sprechen, ohne dass man da in den verwässerten, wie sagen wir, Wein hineingeht und alles so, ja, nicht zu hart, nicht zu stark oder was auch immer hat, sondern dass man von Anfang an klare Positionen bezieht und klar sagt, da ist der Weg, dorthin gehen wir und wir sind mit Herzen dabei. Und vielleicht muss man einen Deal dann halt ausschlagen. Dann ist es auch entsprechend notwendig. Aber es ist der größte Wert, wenn man Geschäftspartner hat, bei dem man Visionen und Werte unter einen Hut bringt ins Geschäftsleben. Weshalb habe ich jetzt auch das Private, also das heißt eine Beziehung mit einer Frau und das Geschäft so auch auseinandergenommen? Gleichzeitig sage ich aber auch, ist es eins. Wenn du es nicht schaffst, gegenüber deiner Frau deine Visionen und Werte zu repräsentieren, zu schauen, zu achten, dafür einzustehen, zu streiten, auch wieder in die Versöhnung zu gehen und das alles mit Herz, von innen heraus, mit Leidenschaft, mit Seele,
Und nicht aus dem Ego heraus, so nach dem Motto, ja, jetzt hat er mir auf den Fuß getreten. Nein, ganz klar und deutlich sagt, diese Werte, die für mich mein Inneres repräsentieren, für die stehe ich ein, für das streite ich. Und wenn dort in der Beziehung das nicht möglich ist, ist es nicht im Geschäftlichen möglich. Dann ist es immer eine Art von Fake. Und wenn du immer eine Art von Fake darstellst, dann haben die Leute immer das Gefühl, irgendwas ist nicht ganz so authentisch. Gleichzeitig aber auch, wenn du immer das Gefühl hast, du kannst das zwar im Geschäft immer machen und gleichzeitig in Beziehung nicht, dann weißt du selbst, und das spürst es auch in diesen Worten, die ich dir auch so sage, da ist eine riesen Diskrepanz untereinander. Da ist ein Spannungsfeld, das ist eine Schlucht, das ist wie, da, ich kann es nicht mal sagen, Pech und Schwefel ist es ja nicht, es ist einfach ein Abgrund, das sind getrennt, das ist wie ein Faden, der eigentlich gespannt sein sollte, aber lasch durchhängt oder in der Mitte durchgeschnitten wird und da keine Spannung erzeugt. Das Leben ist nämlich Spannung. Spannung mit einer Partnerin. Die Partnerin muss wissen, dass sie auf dich verlassen kann. Dass sie weiß, dass du für deine Visionen und Werte einstehst. Aber auch der Geschäftspartner ist wie eine Frau. Mit ihr flirtet man. Mit ihr, in gewisser Art und Weise geht man ins Bett, ist man intim. Vielleicht nicht gerade körperlich, aber man ist in einer gewissen Art von emotionalem Status oder Gefühlsstatus oder man im geschäftlichen Bereich ist man intim miteinander. Man zeigt sich, man nimmt die Maske ab. Nur so können Deals entstehen. Wenn man immer nur auf Showtime macht, dann brennst du aus. Man kann große Deals machen, man kann große Erfolge feiern, alles drum dran, kein Problem. Aber du wirst im Geschäftsfeld früher oder später ausbrennen, weil du merkst, du bist nicht mit Seele dabei. Du bist nicht mit deiner kompletten Präsenz dabei für das, was du tust. Und die Präsenz meine ich nicht einfach Aufmerksamkeit zu sein, einfach in einem Meeting, sondern die Herzenspräsenz für das, was du einstehst, für das, was du bist, die Deals, die du machst, die kommen mit Herzen, weil sie eine Dienstleistung für dich, für die Menschen, für die Familien drumherum sind, für die alles, was irgendwie in Verbundenheit ist. Denn dann bist du dort. In gewisser Art und Weise ist man dann Samurai, man ist ein Dienstleistender. Samurai heißt ja nicht Krieger im Sinne des Wortes, sondern eigentlich Diener. Und wenn man sich selbst als Herzensdiener anerkennt, dass man für sich als Leben sich selbst einen Dienst macht, indem dass man anderen etwas Gutes zugesteht, nicht einen Scheiß verkauft oder sonst was, dann bist du mit vollem Herz dabei. Dann bist du voll dabei bei deiner Familie. Dann bist du für deine Partnerin, für deine Freundin, für deine Frau komplett dabei. Und du bist auch dabei für dein Geschäft, für deinen Vorgesetzten und alles, was dazugehört. Schaue, dass du in Liebe streitest und in der Versöhnung kommst mit Herz. Denn dann hat die Persönlichkeit durchschlagenden Erfolg. Ich danke dir, dass du auch diese Folge wieder zugehört hast. Und ich möchte dich einladen, auf der Homepage neandertaler-talk.com mal zu besuchen oder auf der Facebook-Seite Matthias der Bier zum Beispiel nachschauen. Oder einfach Neandertaler Talk, auch auf Facebook. Bin ich dort zu finden. Gerne nehme ich auch mal so Inputs von eurer Seite aus an. Vielleicht habt ihr eine Idee oder Frage, wie ich was nochmal ausführen soll. Dann schreibt mir doch auf dem Neandertaler Talk Homepage
oder auf dem Facebook eine Nachricht und ich werde euch gerne entsprechend Antwort dafür geben. Gerne habe ich auch eine gute Bewertung von deiner Seite aus auf iTunes oder auf Spotify, bei dem du mir folgst oder ein Like dazu gibst, Google Play etc., überall, wo man bei mir mitfolgen kann. Und immer wieder auch anderen Männern das auch nochmals weiterempfiehlst. Denn der Podcast kann nur wachsen und weitergehen, wenn er auch anderen Menschen zugeführt wird, bekannt wird und so auch die Männerwelt, die Männlichkeit, der Weiblichkeit auch zuteil werden kann. Und zwar die echte Männlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, genieße es und bis bald.